Ja, mal so aus Spaß eine Übung gemacht, Brüche in Dezimalzahlen umwandeln, sprich in Kommazahlen. Profis schreiben 1 durch 7 eigentlich so, als 1 durch 7. Okay. Wenn ich aber mal einen verrückten Bruch habe, wo ich wirklich nicht mit Tricks, die ich gleich zeigen werde, weiterkomme, dann muss ich einfach mich zurückerinnern. Da muss ich sagen, da muss ich 2,36 zu 2 durch 36 machen. Und das löse ich dann praktisch mit einer sogenannten Rattenschwänzchenrechnung. So sagen manche dazu. Also 2 durch 36 geht, nicht ist 0, 0 geborgt, Komma gesetzt und so weiter und so fort. Da gehe ich aber im anderen Video drauf ein, da muss ich jetzt nichts erklären. Eleganter ist es, wenn man sich das einmal einses erinnert, und zwar, wenn ich ein Fünftel umwandeln will in eine Dezimalzahl, also in eine Kommazahl, dann sage ich, ich nehme beides, oben und unten, Zähler und Nenner, mit zweimal, damit ich hier unten eine 10 oder eine 100 oder eine 1000 oder sonst was erhalte, also eine aus dem Zehnerbereich. Denn hier kann ich ablesen und kann sagen, ich erweitere also, ne, 2 mal 2 mal 2 sind 2 Zehntel. Das sind 0,2. Warum? Die 10 hat eine 0, demzufolge gibt es eine Kommastelle. Machen wir das mal mit der 3 Viertel. Bei 3 Viertel ist es vielleicht ein bisschen verrückt, wenn ich sage, wenn ich das mal 5 nehme, dann kriege ich lediglich ein Zwanzigstel hin. Das bringt mir nichts, also mache ich es noch ein bisschen verrückter. Nehme ich es mal 25 oben und unten. Was ja bedeutet, dass ich 75 Hundertstel habe. Hundertstel, ne? Entweder Zehntel, Hundertstel, Tausendstel und so weiter. Das bringt mich weiter. Ich habe zwei Nullen, also habe ich auch zwei Kommastellen, 0,75. 7 Achtel, da muss ich mich dran erinnern, dass ich mit 125 erweitern muss. Warum? 125 liefert mir unten, 8 mal 125 liefert mir eine 1000, also Tausendstel. Und 7 mal 125, wenn man das nicht mehr kann, sagt man 7 mal 5, ist 35. 30, die 3 hier gemerkt, jetzt kann auch jemand reinkommen und uns stören. 7 mal 2 ist 14 und 3 ist 17. Hier wieder die 1 von 17. 7 mal 1 ist 7 und 1 ist 8. Das sind 875 Tausendstel, anders gesagt. Drei Stellen brauche ich. Also wenn ich die 875 hier hinschreibe, habe ich hier meine drei Stellen. 0,875. 4 Zwanzigstel dürfte uns leicht fallen, mit 5 erweitern. Denn dann ergibt sich hier unten ein Hundertstel und jetzt ahnt man schon, das sind oben 20. Was habe ich gesagt? 4 Zwanzigstel. Da gibt es noch einen anderen Weg. 4 mal 5 ist 20, 5 mal 20 ist 100. Das sind also 0,2. Warum? Ich schreibe die 20 hin und ich habe zwei Stellen. Ich habe aber hier die zwei Stellen von der 20 schon. 0,2. Wie geht es leichter? Ich mache das mal in Rot. Ich kürze, denn dann komme ich nämlich ruckartig auf Zehntel und sehe, das sind 2 Zehntel, also 0,2 geht auch. So wie ich das hier unten mit der 8 mal 125 ein 1000 erreicht habe, mache ich das hier, indem ich mal 8 erweitere. Dann habe ich 24 Tausendstel. Achtung, hier entstehen dann drei Stellen. Also schreibe ich die 24 und fülle mit einer dritten Stelle auf, denn die 1000 hat drei Stellen. Das ist 0,024. Bei 40stel, wenn ich jetzt hier mit einer 5 rangehe, erreiche ich nicht viel. Welche Zahlen müsste ich nehmen? Ich müsste wahrscheinlich mit 25 erweitern. Mal 25 mal 25. 25 mal 4 ist 100 und noch eine 0 dran sind Tausendstel. Und das sind 75 Tausendstel. Mit anderen Worten, ich habe 75, schreibe ich hier hin. Ich brauche aber drei Stellen, fülle ich auf, 0,025. 075. Pause. Was mache ich in solchen Fällen? Wenn ich zum Beispiel